Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute zeigen wir euch die besten Fotospots der Insel Mykonos, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Bevor wir aber zu den Fotospots kommen, möchten wir euch erst ein paar Infos zu Mykonos selbst geben. Mykonos ist in der Insel in Griechenland und liegt in der Ägäis, um genau zu sein, in der Inselgruppe der Kykladen, wo auch Paros, Naxos, Santorin und Mydos liegen. Die Insel selber ist ein sehr bekannter Party-Hotspot, aber auch einfach wunderschön mit den vielen kleinen Gassen, Häuschen und nach traumhaften Stränden. Die meisten Inseln kann man eigentlich nur mit dem Boot oder der Fähre erreichen. Der Vorteil von Mykonos ist definitiv, dass man da ganz einfach mit dem Flugzeug hinfliegen kann. Wir sind beispielsweise von Dortmund aus dorthin geflogen. Per Direktflug war sehr angenehm und vor allem hatten wir einen super guten Schnapper gemacht, weil wir einfach nur 19 Euro für unseren Flug gezahlt haben. Natürlich nicht mit Gepäck, aber 19 Euro sind einfach trotzdem mega, mega gut. Und vom Flughafen aus sind wir innerhalb von 3 Minuten zur Autovermietung gekommen. Das war also auch mega praktisch. Und die Autovermietung, also das Auto an sich, hat 25 Euro pro Tag gekostet, was super gut war. Und von dort aus sind wir auch innerhalb von wenigen Minuten zu unserer Unterkunft gekommen. Ihr fragt euch sicher, wo der beste Ausgangspunkt für euren Besuch von Mykonos ist. Für uns ist das auf jeden Fall in der Nähe von Mykonos Stadt. Entweder nördlich der Stadt, da gibt es die ganzen bekannten Hotels, oder Mykonos Stadt selber, aber hier ist die Parksituation ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns für ein Hotel 5 Minuten von Mykonos Stadt entfernt entschieden. Kleines Hotel mit einem privaten Pool und einem Parkplatz. Und das können wir euch einfach sehr empfehlen. Ihr könnt gerne in unseren anderen Videos vorbeischauen, da haben wir das Hotel auch vorgestellt. Alternativ ist auch ein recht guter Ort, wo man runterkommen kann. Ornos, das ist nur ca. 15 Minuten von Mykonos Stadt entfernt und hier hat man Strand, Restaurants und Hotels, alles sehr nah beieinander. Kommen wir nun zu den Fotospots, auf die ihr bestimmt schon gewartet habt. Da fangen wir einfach mal direkt mit dem Wahrzeichen von Mykonos an, also das, womit man Mykonos eigentlich verbindet. Zumindest tun wir das. Und zwar sind das einmal die Kathomili. Das sind ja die bekannten Windmühlen und wir waren selbstverständlich auch da. Das Gute ist, dass sie direkt an einem öffentlichen, kostenfreien Parkplatz in der Nähe von der Altstadt liegen und auch direkt am Meer. So hat man einfach eine wunderschöne Aussicht. Wir waren, ich glaube, zweimal zum Sonnenaufgang da und uns hat es richtig, richtig gut gefallen. Vor allem, weil es zum Sonnenaufgang super leer war. So habt ihr eigentlich den ganzen Platz für euch alleine. Wir haben uns nämlich gedacht, dass zum Sonnenuntergang sehr, sehr viele Menschen da sein würden. Aber selbstverständlich glauben wir auch, dass es zum Sonnenuntergang sehr schön sein kann. Unweit von Kathomili sieht man schon die bunten Hausfassaden direkt am Meer. Das ist Little Venice und hier kann man einfach wunderschön direkt am Meer was essen oder durch die schönen Gassen schlendern. Bekannte Spots sind hier das Happiness-Zeichen und auch das bekannte Restaurant Castros. Dazu gibt es hier noch eine sehr ungewöhnlich geformte Kirche, die auf jeden Fall nicht in eurem Mykonos-Urlaubsalbum fehlen sollte. Grundsätzlich müssen wir aber sagen, dass Mykonos an sich schon super schön ist und super fotogen. Also wenn ihr einfach so schon durch die Altstadt lauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr irgendwo einen tollen Fotospot findet. Wir fanden vor allem die Matoujani-Straße gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber da ist auf jeden Fall vor der Kirche so ein Platz mit ganz vielen schönen bunten Flaggen und wir waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erstaunt darüber und fanden es einfach richtig schön. Ein weiteres Highlight ist aus unserer Sicht die Boni-Windmühle. Die befindet sich ein bisschen oberhalb der Stadt und deshalb hat man hier einfach einen super tollen Blick über die ganze Bucht von Mykonos. Kommt am besten zum Sonnenuntergang hierher und genießt einfach den Ausblick. Daneben gibt es noch eine kleine Kirche, die wir auch euch für ein Foto empfehlen können. Ein weiterer superschöner Ort, um den Sonnenuntergang zu schauen, ist auf jeden Fall der Leuchtturm im Norden von der Insel Mykonos. Können wir euch sehr empfehlen. Wir haben ca. 30 Minuten mit dem Auto dorthin gebraucht. Wir haben aber auch ganz viele gesehen, die mit dem Quad dorthin gefahren sind und wir vermuten, dass die wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Wir würden euch aber sowieso empfehlen, etwas früher dorthin zu fahren, denn kurz vor Sonnenuntergang fühlt es sich dort extrem. Und falls ihr einen tollen Ort oder einen schönen Aussichtspunkt haben wollt, um den Sonnenuntergang zu sehen, dann solltet ihr auf jeden Fall früh dort sein. Es lohnt sich aber auch wirklich schon allein wegen der Aussicht, weil zum Sonnenuntergang hat man da einfach so eine schöne Aussicht aufs Meer und vor allem auch auf die Nachbarinsel Tinos. Das waren unsere Top-Fotospots auf Mykonos. Wenn euch dieses Video gefallen hat und natürlich auch geholfen hat, gebt uns einfach einen Daumen hoch.
Ansonsten haben wir vor, hier weiterhin fleißig Reisecontent zu posten. Wir haben das jetzt im Januar über etwas schleifen lassen, aber wir haben ganz, ganz viele coole Sachen geplant. Und schon nächsten Sonntag wird ein absolut cooles Video online kommen. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns ganz gerne. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.